Dann spielen wir Night Shift und gucken mal weiter, was das Spiel kann. Bist du dir sicher, dein aktueller Spielstand wird gelöscht? Ja, ich habe noch nicht mal einen. Was für eine Sicht? Was haben wir denn hier? Wir können hier essen. Okay. Wir können hier gucken. Okay. Oh, süß. Ein Kuchen. Oh. Chikacho, konnichiwa. Ah. Okay. Laundry. Sag mal, warum kann ich alles so in die Ecken gucken? Ja, kann man aufs Klo gehen? Nö. Okay. Lass mal mal zu hier. Oh, da schläft jemand. Was? Das haben wir jetzt umgezogen. Alles klar, lass mal den mal schlafen. Da steht auch ein Kind. Können wir hier in den Schrank nur. Was bist du? Nichts. Okay. Was bist du? Auch nichts. Okay. Was ist denn das für eine geile Kinderecke? Das ist doch mal eine geile Kinderecke, oder? Das ist doch eine coole Kinderecke. Oh. Happy Birthday! Was? So, 22. Oktober, Wachmann 35. Guck mal, was für eine geile Karte, Alter. Wie geil, oder? Wie geil. Soda, Soda, okay. Gucken wir mal. Hier können wir rein. Das ist wahrscheinlich unsere Arbeitsstelle. Wir machen jetzt ein bisschen Sightseeing hier in, keine Ahnung, Tokio wahrscheinlich. Hier, Leute, guckt. Das ist Wohnblock Nummer 1. Wohnblock Nummer 2. Ich hoffe, ihr habt ein gutes Bild von dieser Stadt. Also, wir gehen zur Arbeit. Na, mein Schatzi, mein männlicher Schatz. Mein einziger männlicher Schatz. Wie geht's? Ich hoffe, du hast wieder gute Laune. Geht nicht auf diese Plattform. Ich meinte natürlich den super günstigen Einkaufsladen mit Klamotten. So, okay. Rechts ist der Überwachungsraum. Ich sollte nachsehen, was meine Aufgaben sind. So, Uhrzeit. Es ist Mitternacht. Das habe ich auch festgestellt. Von Keigo Ochigi, dem ehemaligen Wachmann, fehlt jede Spur. Er hat Wahrscheinlichkeit gekündigt. Deshalb zähle ich ab jetzt auf Sie. Das Unternehmen hat eine Regel. Dass nach Mitternacht keine Überstunden gemacht werden dürfen. Überprüfen Sie die Uhr, die Überwachungskameras und die Sicherheitsdetails, bevor Sie Ihren Rundgang beginnen. Mit freundlichen Grüßen, Manager Yamamoto. Okay, keine Überstunden nach 12.
dann würde ich sagen, wir stempeln ab, oder? Ich würde sagen, wir gehen einfach mal abstempeln, weil das sind jetzt Überstunden. So, was haben wir denn hier? Feueralarm überprüfen und Türen abschließen. Licht im Bad ausschalten, Leute nach Hause schicken. Scheint so, als wäre noch Leute hier. Ich sollte meinen Rundgang im ersten Stock beginnen und die Türen abschließen. Okay, dann würde ich sagen, packen wir jetzt unseren Hausmeister Knüppel aus. Wie sperre ich ab? Ich habe meinen Rundgang noch nicht beendet. Okay. Okay, gehen wir mal weiter. Ach, da waren wir schon. Warte mal, gucken wir uns mal hier um. Gucken wir uns mal an. Ja. Wir sind Security-Mann, wir können hier tun und lassen, was wir wollen. Das heißt. Wir sind ja im ersten Stock eigentlich, gell? Ich sollte zuerst die Räume abschließen. Ja, irgendwie schließe ich die Räume ab. Das ist schon eine Sprechuhr. Gehen wir mal zu diesem roten Licht. Aber das sind ja Sprechuhren, glaube ich, oder? So wie ich das gesehen habe. Das ist eine Sprechuhr. Ah, ne. Hä? Alles normal. Okay. Wir gehen jetzt mal alle Zimmer durch. Hey! Bist du dumm? Warum guckst du eine leere Wand an und ich glaube, der hat Burnout. Ich glaube, der hat Burnout. Ach, sie müssen der neue Nachtwächter sein. Es ist schon so spät. Nein, Bruder, es ist 2 mittags. Tja, dann können die anderen den Rest morgen erledigen. Man sieht sich. Yakamoto. Machst du die Tür auf oder spammst du durch? Ja, okay. Okay. Also guck mal, wie er seinen Kopf bewegt. Was ein geiler Typ. Den habe ich noch nie gemocht, den Mitarbeiter. Ich glaube, da male ich jetzt hier ein ganz schlimmes Zeichen drauf. Und dann sage ich das weiter, ja, Herr Yakamoto heute Nacht. Weil er ist hochnäsig. Habt ihr ja gesehen. Alles normal, gut. Genau, so wie ein Hühnchen. Vor, zurück. Oder Taube. So, wer ist hier? So. Die Wurst einmal in der Mitte abtrennen, abstempeln. Zackig. Wischen könnt ihr zu Hause. Licht aus. So. Wer jetzt noch nicht abgetrennt hat, die Wurst hat Pech. So. Okay, kein Spaß hier. Bei euch auch. Zack. Ciao, Leute. Feierabend hier. Fürs Scheißen werdet ihr nicht bezahlt. Boah, Alter, wenn ich Hausmeister wäre. So. Welcher Hund ist hier? Keiner. Passt. Tür zu. Ah, okay, absperren tut man. So, absperren. Alles klar. Dann sperren wir mal jetzt alles ab hier. Zack. Und zu. Hallo? Ich bin gerade am Absperren. Wer noch nicht raus ist, hat Pech. So, dann gehen wir mal wieder ins Büro. Alles klar. So. Scheint, als wären noch Leute hier. Ich sollte meinen Rundgang im ersten Stock beginnen und die Türen abschließen. Hab ich doch gemacht.
Licht im Bad ausschalten, habe ich gemacht. Leute nach Hause schicken, habe ich gemacht. Feueralarm überprüfen. Ah, Feueralarm überprüfen. Feueralarm überprüfen habe ich vergessen, wahrscheinlich irgendwo, oder? Den habe ich hier überprüft. Hier komme ich doch nirgends durch, glaube ich, oder? Was ist das hier? Hey, was ist das und was ist das? Hä? Warum habe ich hier zwei Schalter? Ich bin aber im Second Floor. Ich muss aber in den ersten. Siehst du in den ersten, oder? Hallo? Ah, okay. Also ich komme nicht mehr runter. Alles klar. So, fangen wir hier mal an. Ganz systematisch. So. So, Fräulein. Kann man hier absperren? So, Madame. Hm, na? Na, Bock noch auf ein bisschen Überstunden? Mit dem Daddy hier schön auf dem Tisch? Nein? Dann verpiss dich. Du bist echt cool. Ja, ich wollte mit dir. Hey, hier, ich gebe dir meine Nummer. Guck, ich wollte doch. Wenn wir keine Kontaktdaten austauschen, werde ich auch nicht gehen. Du, ich tausche gleich was anderes mit dir aus. Du wirst es nicht bereuen, versprochen. Hey, 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 ignoriere mich besser nicht. Auf Wiedersehen. Warte mal, stopp. Schade. Diese Chance bekommen wir nie wieder. Ach, das ist doch zum Mäuse melken. Sonst ist hier niemand mehr? Nein, alles klar. Aber dabei muss ich es absperren. Stimmt, absperren. So, jetzt habe ich einmal absperren. Zack. Oh, absperren. Jawoll. Ja, die müssen wir auch absperren, oder? Nee. Ist niemand? Nope. Was ist denn das? Ein Fernseher? Im Büro? Hm? Feueralarm? Alarm? Alarm! Alarm! Hallo Angie. So, jala, zack. Warte zu, ich muss absperren. Ist jemand beim Kacken? Nein! Ciao! Mir Wurst. Da waren wir auch schon. Ciao. So. Zweiter Stock. Sauber. Oh, war hier nur ein Klo?
Ich glaube, hier war nur ein Klo, gell? Ne, hier ist nochmal eins. Guck mal. Hey, wer ist da? Was wollen Sie? Oh, der Nachtwächter. Können Sie bitte das Licht anlassen? Ich will es später ausmachen. Kann ich mir mal. Immer die Nachtscheißer. Maria. Hallo. So, nächstes. Nächster Stock. Schon dunkel, sehr schön. Ja, Lucy. Alles. Hier macht es Geräusche, oder? Und gleich zu. Haben wir jetzt zugemacht? Ja. Oh oh. Jemand ist hier. Jemand ist hier. Wir sind nicht mehr alleine. Erst prüfen wir Feuer. Dann weiter. So. Gute Nacht, Luz. Okay, was hat es mit den Tapes auf sich? So, alles klar. Hier haben wir, zack, absperren, yalla, ciao. Schon wieder? Ach so. Mir scheißegal. Hä? Wir sind doch in einem ganz anderen Stockwerk, oder nicht? Warum schnauzt er uns jetzt an? Der hat uns doch noch nie was gesagt, weil das war der unten, wo er hat gesagt, Licht aus anlassen. So. Sehr gut. Nächster Raum. Robin weiß ich gar nicht, du. Naja, eigentlich ist es jetzt echt nicht so geil, da einzusteigen, wenn er jetzt gerade gesponnen hat. Und das Geräusch sagt mir eigentlich auch, dass es eine schlechte Idee ist. Servus, Thomas. Der Fahrstuhl ohne Wiederkehr, ja. Ich wollte in den dritten, aber der ist in den dritten nicht gegangen irgendwie. Keine Ahnung. Das geht mich nichts an, ich bin nur der Hausmeister. Das geht mich nichts an. Ich bin nicht zuständig für irgendwelche Druckerprobleme hier in diesem Gebäude. Nicht mein Problem. Ich arbeite nur nach Protokoll. Für mehr werde ich nicht bezahlt. Hallo? Was war das?
Da ist was durchgefallen. Eine Lampe kaputt. Interessiert mich nicht. Es ist immer noch nicht mein Problem. Ich bin nur der Hausmeister. Ich mache nur diese Arbeit hier. So. Gut, zack, zu, abschließen. Geh nach Hause, Junge! Sieh schon wieder! Mein Chef will, dass bis morgen früh alles erledigt ist. Das schaffe ich nie. Hätte nicht gedacht, dass das Arbeitsleben so hart sein würde. Mir werden nicht mal Überstunden bezahlt. So habe ich es mir nicht vorgestellt. Sie sind der Einzige, der weiß, wie hart ich arbeite. Immerhin geht es mir besser, wenn Sie da sind. Schließlich kann ich dann Feierabend machen. Also, ich gehe dann mal. Bis morgen. Sayonara, Muchacho. Du bist der Nächste auf der Burnout-Liste. So wie es aussieht. Geh. Boah, dieser Kopfschwung. Unbezahlbar. Die Leuchtstofflampe flackert. Ich muss sie ersetzen. Nein, muss ich nicht. Ich bin der Hausmeister. Lampen gehen mir nichts an. Mach Lampen aus. Was? Oh. Warten Sie hier einen Moment. Ich mache hier schnell noch alles ready und dann bin ich gleich bei Ihnen. Die hat doch heimlich auf dem Klo was geraucht. Die hat doch heimlich irgendwas durchgezogen auf dem Klo, oder? Das geht so nicht. Das geht so nicht. So. So, schau. So, ich muss die Leuchtstoffröhre ersetzen. Ja, okay. Geh mal wieder runter. Ja, gell? Ich muss noch die Leute. Ja, mal. Wo soll ich jetzt eine Lampe herkriegen, Mann? Ist die hier drin, oder? Okay. Da war sie doch. Also, ich habe mich bei dem Film damals eingeschissen. Aber da war ich jung. Bei dem. Der Fluch. The Grudge. So, weiter geht's. Also ich habe mich wirklich eingeschissen bei dem Film. So, dann gehen wir jetzt in den fünften. Auf der Etage ist es echt dunkel. Ich sollte im Elektroraum nach dem Rechten sehen. Ja, okay. Ich habe keine Ahnung, wo das sein soll. Ist das der Elektroraum? Ja, das sieht nach dem Elektroraum aus. Ach, was? Dieses typische, eine Sicherung fehlt. Ich sollte erst das Licht einschalten. Dann machen wir es erstmal so. So. Der Hebel klemmt. Scheint so, als gäbe es keinen Strom. Das sollte ich mir ansehen. Das heißt, ich soll erst das Licht einmachen. Anmachen. Mann, Mann, Mann. Ja, dann gehen wir mal da hinten hin. So. Immer zu der roten Tür gehen. Zack. Ja. Na toll. Oh nee. Labyrinth im Dunkeln in irgendeinem, keine Ahnung, roten Wasser. Nur jetzt bin ich erschrocken von der Spiegelung, ey. Kann ich auch durch, oder? Ja.
zwar, wie mir das Spiel anders vorgestellt, aber gehört dazu. Ne? Blut, ja, glaube ich auch. Sag mal, was, wo haben die denn ihren Elektroraum hier? Also ganz geil hier. Vor allem, wenn ich in die Sackgasse gehe, ist noch geiler. Spinte. So, jetzt nur noch zurück. Nur noch zurück. Ich bin einfach immer links. Wir halten uns immer links. Alles klar, Falco. Ciao, danke, dass du da warst. Hey, Sweetie, Tweetie. Gar nichts. Da hat jemand geguckt. Da hat jemand geguckt. Sehr gut. Ciao, zu. Mach den Laden dicht hier. Das war jetzt easy. Was sind das für Schritte? Da sind sie ja. Das Licht geht immer noch nicht. Ich glaube, es gibt 4 Hebel, die sie noch umlegen müssen. Was mit mir ist, ich gehe jetzt. Viel Erfolg bei der Arbeit. Tschüssi. Welchen Hebel? Ich habe auch einen Hebel. Den will sie nicht. So. Hier haben wir doch so einen Hebel gesehen. Hebel 1. Okay, also 4 Hebel suchen. Sind alle 4 hier drin? 2. Wahrscheinlich hier drin, ja. 3. Ist die Person von eben schon gegangen? Ja, wir sind durch hinterher gelaufen. Ich schaue mal im Überwachungsraum. Warte mal, wir machen jetzt unsere Arbeit hier erstmal fertig, Junge. Alles normal? Sag mal, Bruder. Wir machen jetzt hier Schicht im Schacht. So. Abgeschlossen. Oh, wurden wir abgeschlossen oder habe ich abgeschlossen? Kann man absperren? Nein. So, da war das hier. Okay. Das heißt hier 5. Ach so, das war sie. Oder? Das war doch sie, oder? Die Frau, wo uns gesagt hat, dass der Strom nicht geht. Aber irgendwie fehlt die Tür. Die Tür zum Stromraum fehlt hier. Alles klar, dann gehen wir. Ich sollte die Überwachungskamera prüfen. Hä? Wo? Die Frau hatte Schuhe an. Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Aber gut, wenn die Frau Schuhe an hatte. Die Überwachungskameras haben es aufgezeichnet. Ich hätte nicht gedacht, dass sie gerade an diesem Ort. Ich kündige Kaigo Ochigi.
Dein Freund ist ein Wachmann, oder? Ja. Er ist echt cool. Da hat er aber. War er nicht schon in einer Beziehung? Ja, das ist alles klar, außer mit dem Machtmissbrauch. Also hast du ihn ausgespannt? Wenn du das so sagst, klingt das so schlimm. Nun ja, bei meinem Körper konnte er nicht Nein sagen. Ernsthaft? Gegen mich hatte sie sowieso keine Chance. Da ich einfach attraktiver bin, war es... Ja, noch schneller, oder? Du bist echt teuflisch. Kleines bisschen teuflisch zu sein, macht schon. Da steht jemand, guck. Was ist das jetzt? Dritter Stock? Nee, kein fünfter Stock. Da sind wir. Wir werden beobachtet. Wir werden beobachtet. Oha, die ist eigentlich direkt bei uns. Warte, jetzt schauen wir hier noch gerade. Okay. Ändere ich. こんなことしたらおじさんのこと恨んじゃうかもなんて。